Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchler und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar sind wir mal wieder beim Friseur in Stummeln unterwegs. Hier waren wir ja schon vorm Shadowlands Pre-Patch Release und haben uns die neuen Haarstyle-Möglichkeiten angeguckt, beziehungsweise auch, was wir jetzt mit den verschiedenen Gestalten machen können. Hier hat aber noch ein bisschen was gefehlt. Und zwar habe ich jetzt gesehen, dass es Glyphen gibt. Und mittels dieser Glyphen können wir auch noch unsere Reisegestalt ein bisschen verändern. Ich habe mir jetzt mal alle geholt, die ich soweit gefunden habe. Und zwar sind es einmal drei für die Wassergestalt, zwei für die Fluggestalt und zwei für die normale Reisegestalt, also den Gepard bzw. Hirschen. Und die können wir auch jetzt hier einsetzen und haben dann hier noch mehr oder müssten hier noch mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Und erstmal hier, was findet ihr? Sieht meine Elfe nicht top aus mit den schwarzen Augen? Hat doch was. Okay, gut, lassen wir das mal sein. Also die Sachen haben wir ja schon quasi uns ausgiebig angeguckt. Hier bei der Fluggestalt kann man ja nur quasi zwischen der Sturmkrähe und der Mondschwinge unterscheiden. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir mal hier die verschiedenen Sachen ein. Fangen wir mal hier ein. Wir haben das erstes Mal der einfachen Fluggestalt. Setzen wir das mal ein. Und was haben wir dann noch? Die Mal der Wächtereule. Die beiden setzen wir mal ein und gucken mal, was dann dazu kommt. Einmal rein, hier ranklicken. Und ihr seht, jetzt haben wir insgesamt vier Stück. Wir haben hier die einfache Fluggestalt. Das ist quasi die, die wir damals schon direkt gelernt haben. Mit 68 war das, glaube ich, ursprünglich mal. Ich glaube, man hat ja dann irgendwann noch früher fliegen können mit 60 und solchen Geschichten. Also von dem her ist das die ganz normale, alte, langsame Fluggestalt. Die können wir jetzt wieder auswählen. Ob die irgendwer haben will, ja, schön ist sie nicht, ja, aber ich denke mal, man kann sie vielleicht so ein bisschen von anderen abheben. Und dann haben wir hier noch die Wächtereule und die hat es wahrscheinlich davor auch schon gegeben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich kenne sie tatsächlich nicht, aber ich vermute mal, dass sie davor auch schon gab. Die sieht ehrlich gesagt ganz cool aus. Ich habe vorher die verschiedenen Glyphen für den Druid eigentlich nicht großartig benutzt gehabt. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht so in der Materie drin. Wir gucken uns jetzt aber mal alle nochmal durch. Also das war die normale Sturmkrähe, die Wächtereule, die wir jetzt dazu gekriegt haben, die einfache Fluggestalt und dementsprechend die Mondschwinge, was die Fluggestalt aus der Ordenshalle ist. Ich glaube, ich lasse tatsächlich. Ich finde die ganz cool, die Wächtereule. Komm, die nehmen wir mal rein. So, dann schauen wir mal die Wassergestalten noch an. Und zwar haben wir hier Wellenspringer. Das lernen wir einmal. Dann haben wir Mal des Delfins und Mal des Orcas. Und da gucken wir auch mal rein. Jetzt haben wir nämlich hier noch einen zusätzlichen Button. Und wir haben normalerweise den Seelöwen. Es schwimmt halt hier wirklich rum. Es ist so strange, ich sag's euch. Dann haben wir den Orca. Ich glaube, den habe ich davor schon mal gesehen gehabt. Dann den Delfin. Ich meine, den gab es davor auch, aber ich habe den, glaube ich, noch nie großartig benutzt bzw. gesehen gehabt. Und was gibt es noch? Wellenspringer. Der Wellenspringer sieht eigentlich am coolsten aus, muss ich sagen, oder? Das ist aber auch ein Delfin, bloß mit anderen Farben. Ich nehme den Orca. Nee, ich will den Wellenspringer, der sieht cool aus. Komm, den nehmen wir 2 Gold irgendwas. So, und ups, jetzt haben wir hier uns verklickt. Als letztes haben wir dann noch Mal der Hirschkuh. Und mal das Geparden. Die können wir auch noch beide einsetzen. Und dann schauen wir mal rein. Jetzt haben wir noch einen weiteren Tab hier. Und zwar haben wir den Hirsch, den Geparden. Den kennen wir von früher. Classic. Den gab es auf jeden Fall auch schon. Und die Hirschkuh. Die habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo gesehen. Ich lasse aber hier tatsächlich den Hirschen drin, weil ich den am coolsten finde. Also hier werden wir nichts ändern. Jetzt haben wir aber wirklich jede Gestalt, die wir hier einmal abändern können. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Und ja, damit wären wir am Ende von dem Video angelangt. Als kleine Randinformation, ihr könnt diese ganzen Inschriften, Rezepte alle euch farben. Manche gibt es bei Ruffraktionen, manche sind Zonendrops, beziehungsweise auch bei bestimmten. Ich habe mir die jetzt aber ehrlich gesagt nicht gefarmt, sondern einfach im Auktionshaus gekauft. Die waren nicht sonderlich teuer. Ihr könnt natürlich auch lostigern und die Sachen euch farmen. Steht auch immer dabei, wenn ihr dementsprechend auf einem Inschriftenkunde einloggt. Und da steht dann dabei, okay, was ihr genau machen müsst. Und ja, damit, wie gesagt, sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.